Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich war beim Zahnarzt. Dementsprechend ist meine Zunge und mein Backe noch relativ taub, wobei das jetzt langsam wach wird. Aber ich fange immer noch das Sabbern an. Nichtsdestotrotz würde ich gerne die Karte abfilmen, weil dann kann ich es nämlich verschicken. Und das Ganze schaut so aus. Ich habe mal vor 2 Jahren oder was die Stanze hier gekauft von Mama Elephant, Mama Elephant. Und habe die tatsächlich noch nie benutzt. Ich finde die ultra schön, ultra cool. Aber weil sie halt so groß ist. Aber ich habe mal gedacht, doch eine simple, einfache Karte. Kannst du doch damit bestimmt zaubern. Ja. Das ist daraus entstanden. Und ich habe mir eben auch gedacht gehabt, Mensch, du hast so viele Rahmenstandsschablonen. Wieso benutzt du davon nicht einmal was? Ist zwar nicht die Größe, was wir jetzt halt, ne, normal haben. Aber ja, es hat funktioniert. Ich habe das Ganze schon einmal ausgestanzt mit so einer, ja, Stitch-Rahmen-Standschablone auf Aquarellpapier. Und das tun wir jetzt bei manchen. Zuerst nehme ich Picket Raspberry. Dann sprühe ich mir den Teil ein, den ich jetzt quasi bearbeiten möchte. Ist quasi so ungefähr die Mitte, also der erste, das rechte Drittel, sagen wir es mal so. Und nehme meinen Wassertankpinsel. Und ja, mache mir halt quasi so ein bisschen Aquarelltechnik. Kann auch ruhig weiße Stellen haben, das ist völlig egal. So, zwischendurch sauber machen. Als nächstes nehme ich Scattered Straw. Da mache ich dasselbe. Noch ein bisschen vielleicht ineinander verblenden. Und als letztes nehme ich Salty Ocean. Und macht es genauso. Ruhig mehr Wasser nehmen. Wenn es ineinander verläuft, umso besser. Oh, jetzt habe ich einen blauen Fleck da drauf. Oh, gut. Ist nicht so tragisch. So, da ist ein bisschen überschüssiges Wasser. Noch mehr überschüssiges Wasser. Und das Ganze werde ich jetzt erstmal trocken föhnen. Also das dauert es zu lang, bis es getrocknet ist.
ich hoffe, das reicht. Das muss wirklich staubtrocken sein, weil sonst wälzt sich das dann wieder. Wobei mir auffällt, da ist noch nicht ganz trocken. Das dürfte, denke ich, reichen. Was habe ich denn da für einen Fleck drauf? So, dann nehme ich doppelseitiges Klebeband. Bringen wir das schon mal auf meine Aufleger drauf an. Morgen muss ich zum Nägel machen, also meine Nägel werden wieder schön. Aber das ist halt, ne, wenn Kind daheim ist und ja, ich kann sehr schlecht mitschleppen ins Nagelstudio. Der Mann muss arbeiten und ja, ist halt so. Aber wollen wir uns noch mal nicht beschweren, ne? Sondern habe ich eine Grundkarte, die ist... Ja, eine Grundkarte. 21 mal 14,8. Gegebenenfalls schneiden wir dann was ab, was zu viel ist. Ich rede gerade durch die Nase. Seit ich vom Zahnarzt weg bin, rede ich durch die Nase irgendwie. Ich weiß auch nicht. So. Schauen wir mal, das Blau. Ne, ich nutze die Karte so. Das Blaue würde ich gern auf der Seite haben. Und ihr seht schon, der Aufleger ist etwas kleiner wie meine Grundkarte. Aber das ist kein Problem. Ich glaube nicht, dass sich da einer hinsetzt und nachmisst. Das heißt, wir schneiden ein bisschen was ab. Gut aus. Und hier unten noch mal ein bisschen. Na, da kann ich ruhig noch mal Mühe nachlegen. So. Und dann passt die Grundkarte auch. Ja, dann wie gesagt, das Happy Birthday. Aus Restepapier habe ich das ausgestanzt. Ich habe halt genommen, was ich noch an Restepapier da habe, um das auch mal ein bisschen zu verwenden. Da will ich mir auf jeden Fall noch die andere holen. Made with Love. Weil ich habe festgestellt, mit diesen Mama Little Agendas, mit diesen Mini-Stempeln, Mama Elephant Little Agendas, lassen sich diese Stanzen hier super, super verwenden. Ne, weil die so groß sind. So, da würde ich mir die andere Standschablone auch nochmal irgendwann holen. No. So. Klebe ich mir da so einfach auf. Ohne groß Trara. Wobei das da oben nicht hält. So. Und dann eben die Little Agenda Lama. Ich glaube, Lamas heißen die. Habe ich schon fertig gemacht. Mit 3D-Pads und allem. Und dann kommen die hier so. Ja, ein bisschen verteilt. Viel zu viel Hintergrundgeräusche. Aber dann sind wir auch schon fertig. Geht ganz schnell. Wenn man es trocken föhnt und bescheißt. Aber gut, das andere habe ich trocknen lassen und habe dann weitergearbeitet. Aber ja, das war's. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Dann kann ich jetzt endlich hier wieder so ein bisschen Platz machen.
mit einem Projekt beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache mich nicht lustig. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.